So, und hier sind wir auch wieder. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Platz gemacht. Und jetzt können wir eigentlich hier auch weitermachen. Nicht, danke. So. Ich verstehe es halt auch nicht. Die wissen es doch ganz genau. Naja gut, ist egal. Es ist halt. Ich will jetzt hier keine Logik hinterfragen. Von daher. Hoffentlich hat sich das jetzt nicht zu krass angehört. Es gibt nämlich ein paar Leute, die das gar nicht so gerne hören, aber manchmal muss das auch einfach sein. Ich brauchte drei Skills für die Drecksau. So viel HP hat er doch gar nicht. Ja, gut, 7000. Slifer. Die Splitter. Okay. So, gibt es eine neue Quest? Blightbringer. Wenigstens ist das schon mal eine Quest, die ganz gut ist. So, das ist schon Part 61. Das geht ja gut voran hier. Muss ich einfach nur mal die Zeit nehmen, um das zu machen. Stimmt's, Freunde? Ja, ich weiß, dass ihr mir recht geben werdet. Aber manchmal fragt man aus Anstand. So. Einen tollen Füller. Wo haben wir die denn? Hier haben wir die. Ich würde gerne hier noch mal ein bisschen Truhen abklappern, bevor ich hier einen von. Oh, warum sind die denn so klein? Hat er wohl gedacht, er könnte was machen, ne? So, hier gibt es 4. Ja, die hat sich da versteckt, okay. So. So, das haben wir fertig. Gut, sind wir schon mal so weit fertig, haben hier schon mal ein bisschen was geklärt. Das gefällt mir ganz gut. Auch den Loot, den wir bekommen haben. Hier gerade die Dinger sind wichtig. Zwei Asse von Faskas. Was kriegen wir denn raus? Naja, fünf von den Dingern hier unten sieht man's.
Gut. Besser als nichts. Können wir immerhin verkaufen. Aber wir haben gar keinen. Ich meine, guck mal, wie viel. Wir haben 47 von den Dingern. Also können wir ruhig ein paar benutzen. Also. So, wie viele Parts haben wir denn jetzt aufgenommen? Ich hoffe, die Musik geht weiter. Mir fallen echt keine. Oh. Entschuldigung, wir sind ja bei Part 61. Jetzt habe ich versucht, gerade die Aufnahme, die hier noch am Laufen ist, umzubenennen. Es wirkt natürlich nicht nur sehr unprofessionell, sondern auch ist das nicht möglich. Die Bischofs brauche ich nicht, ich brauche die Zealots. Das ist eigentlich ganz gut, dass die hier sind. Schade, dass die nicht aggressiv sind. So, wollen wir mal gucken, ob wir dann levelgerecht ins Ignis Vortex reinkommen. Aber ich glaube schon, ich glaube, da kannst du bis 49 rein. So, die Priesterin natürlich, mit Argumenten. Ist jetzt nicht unbedingt so geil, was die da mitschleppen. Naja, wenigstens geht's in die Hüfte rein und nicht sonst woanders da. So, Zealots klatschen. Zealot heißen die ja. Bum, 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 bum. Komm, die können mich jetzt mal am Arsch lecken. Guck, die folgen mir. Der. What the fuck, du Rattenvieh. Du hättest mich ja in Ruhe lassen können, aber nein, das wolltest du nicht. Du wolltest ja unbedingt was Besseres sein. Na gut, dann machen wir das halt so. Kriegen immerhin gut XP dafür, ne? 72.000, ich glaube, wir würden nur 700 ohne Dingsbums kriegen. Gehe ich mal stark davon aus. So, das eine ist schon mal fertig. So, die fallende Priesterin müssen wir jetzt schlachten. Komm, stimmt noch eine Quest. Schlachte gleich noch mal ein paar, weil es so schön war. Siehst du? Ich hab's gewusst. Ja, macht ja nichts. Da können wir uns. Können wir eigentlich hier so ein bisschen farmen? Weil es hier dann doch relativ wenige von den Priesterinnen gibt. Viel zu viele Kerle für die Damen hier. Wie soll die das denn alles bewältigen?
Jo, mach dich mal bereit, ich schlachte dich schon mal währenddessen. Kein Problem für uns, kein Problem. Spy. Ja, der kommt zurück. Bleib doch kurz stehen. Ach, die sind viel zu schnell für uns. Das ist die Scheiße. Die sind viel zu schnell. Egal wie man es macht, die sind einfach schneller als wir. Das ist der nächste, den kriegen wir wahrscheinlich auch nicht. Nein, den haben wir gekriegt. Mal gucken, wie viel XP der gibt. Er ist 35. Zwei Millionen? Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. So viele machen, weißt du, das sind halt bei den Priestern ist das halt ein bisschen doof, weil du musst halt von Priester zu Priester laufen und nicht einzeln schlachten. Das ist jetzt nicht so wie bei den Zealots, wo du halt mal auch mal so zwei oder drei in der Gruppe hast und die mal so schnell schlachten kannst. Sondern die sind halt relativ selten. Das sind so wie diese Bischofs. Aber gut, muss auch mal sein. Ich weiß nicht, ob wir die Quest in diesem Part noch fertig machen. Könnten wir eigentlich, obwohl ich den Part jetzt nicht so lange machen will. Aber gut, mal gucken. Schauen wir uns mal an, wie wir uns so machen und wie groß meine Lust ist. Und ich kann sagen, was ich wollte. Ich mag so diese Winterzeit mag ich eigentlich nicht, wenn es nicht richtig hell wird, wenn die Sonne nicht richtig scheint, sondern eher so ewig abends ist, das ist. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Also wenn ich keine Crits mache, brauche ich so lange, um diese Viecher zu schlachten. Das ist echt traurig. Aber beim Crit sind die mal ganz schnell One-Hit. So, ja komm. Eins von den Quests mache ich noch fertig. Dann können wir einen Schnitt machen. Mann, die nerven aber auch. So. Jetzt müssen wir Bischofs schlachten, das ist gut. Dann setze ich mich kurz hier hin, richte mein Inventar so ein bisschen mal sortieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Und das wird dann auch der letzte Part für heute. Von daher macht's gut und ciao, ciao.